Studien haben gezeigt, dass über 60% der Menschen ein Kindheitstrauma in sich tragen. Ein Trauma ist nicht das, was dir passiert, sondern das, was dabei in dir passiert. Es ist eine psychologische, nicht sichtbare Wunde, die bleibt. Wenn du die Wunde berührst, tut es immer noch weh. Auch noch nach langer Zeit. Das ist der Grund, warum viele Menschen, die ein Trauma durchlebt haben, von ihren Gefühlen disconnecten. Sie wollen den Schmerz nicht spüren. Dieser längst vergessene Schmerz kann eine Reaktion auslösen, die viel heftiger ist, als du es dir vorstellen kannst. In diesem Video zeige ich dir, welchen Einfluss unsere Kindheit auf unser heutiges Verhalten hat. Dadurch schaffst du es, dich selbst in Situationen, die dich triggern, besser zu verstehen. Das fördert dein Selbstwertgefühl und das hilft dir dabei, harmonische Beziehungen zu führen. So verbessert sich auch deine emotionale Gesundheit. Du verlierst Angstzustände, Selbstzweifel und andere psychische Gesundheitsprobleme. Du kannst dich sicher noch an den Jungen von Kevin allein zu Hause erinnern. Als er von seiner Familie zu Hause vergessen wird, reagiert er ziemlich cool darauf. Aber seien wir mal ehrlich, wenn es nicht ein Hollywood-Movie wäre, hätte sich Kevin viele Fragen gestellt. Wieso hat mich meine Familie vergessen? Warum haben sie nicht an mich gedacht? Haben sie mich nicht mehr lieb? Erfahre jetzt, was das mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Dr. Gábor Máté zu tun hat. Let's go. Dr. Gábor Máté schreibt in seinem Buch, dass Kinder gerade in den ersten zwei Lebensjahren sehr empfindlich sind. Kinder wollen geliebt werden, gesehen werden, gehört werden. Sie brauchen das Recht zu spielen, sie wollen reaktiv und spontan sein. Alles in allem, sie sind Narzissten. Das ist nicht negativ gemeint, aber ein Kind nimmt alles persönlich. Kinder sind zu 100% egozentrisch in dieser Zeit. Alles dreht sich um dich, wenn du 2 Jahre alt bist. Wenn du also immer vor einer traurigen Mutter sitzt, dann denkst du, das ist meine Schuld. Und manchmal vergessen wir, dass Eltern auch nur Menschen sind, die ihr Bestes geben. In dieser Zeit wird im Gehirn eine Vorlage gebildet, also ein Template, für 2 Dinge. Erstens, wie wir die Welt sehen. Und zweitens, in welcher Beziehung wir zu anderen Menschen stehen. Hier wird der Grundstein für unser komplettes Verhalten als Erwachsener gelegt. Das zu verstehen kann dein komplettes Leben verändern. Bestimmt erkennst du dich oder eine Person, die dir wichtig ist, in diesem Beispiel wieder und kannst endlich das Verhalten nachvollziehen. Stell dir Kevin vor, wie er als Erwachsener mit seiner Freundin abhängt. Unter der Woche muss sie oft lange arbeiten und dieses Wochenende hat sie auch keine Zeit für ihn, weil ihre Oma Geburtstag hat. Kevin dreht durch. Nie hast du Zeit für mich, alles andere ist dir wichtiger, du interessierst dich gar nicht für mich. Seine Gedanken überschlagen sich. Er hat diese brennende Wut in sich und kann sich rational nicht erklären, woher die kommt. Das Gefühl limitiert ihn und er ist nicht mehr er selbst. Nachdem die erste Wut verraucht ist, weiß er gar nicht mehr, warum er sich eigentlich so aufgeregt hat. Das Gefühl, das Kevin in seiner Kindheit schon hatte, das Gefühl, dass er nicht wichtig ist, weil seine Familie ihn vergessen hat, ist in dieser Situation wieder hochgekommen. Das eigentliche Problem liegt also nicht im Hier und Jetzt, sondern in Kevins Vergangenheit. Die 4A-Technik, die dir hilft, mit solchen Situationen ab jetzt richtig umzugehen, erfährst du gleich. Gedanken können schwer zu organisieren sein, wenn sie wie Tischtennisbälle durch deinen Kopf springen, daher empfehlen viele Psychologen, sie zu Papier zu bringen. Das macht sie langsamer und leichter zu organisieren. In meinem kostenlosen 7-tägigen Videokurs gebe ich dir weitere Tools und funktionierende Strategien an die Hand, wie du mit deinen Ängsten und Blockaden umgehen kannst. Ich verlinke den Kurs in der Beschreibung, unten im Video und in der Infocard. So, jetzt wieder zurück zu Kindheitswunden und der 4A-Technik. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, zeigen Studien, dass über 60% der Menschen ein Kindheitstrauma in sich tragen. Was kannst du tun, damit dein negatives Erlebnis aus der Vergangenheit nicht deine aktuelle Lebenssituation bestimmt? Es ist wie ein Rucksack, der mit schweren Steinen gefüllt ist. Du bist selbst dafür verantwortlich, ob dein Rucksack mit Steinen gefüllt bleibt und eine schwere Last für dich im Alltag ist. Oder ob du ihn entleerst, sodass dein Leben viel einfacher wird. Mit diesen 4 Schritten der 4A-Technik kannst du die Steine in deinem Rucksack loswerden. Der erste Schritt ist Awareness. Wenn du deine Kindheitswunde immer weiter ignorierst, dann wird sie, so wie bei Kevin, an einem Triggerpoint irgendwann wieder auftauchen und dir in den Arsch beißen. Mach dir bewusst, dass du hier ein Thema hast, mit dem du dich noch intensiver beschäftigen darfst. Schau hin und nicht weg. Der zweite Schritt ist Acceptance. Deine Reaktion hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Nimm deine Gefühle wahr, ohne sie zu bewerten. Gefühle sind nicht gut oder schlecht, sie sind einfach da. Akzeptiere deine Gefühle, lerne sie zu verstehen. Hier kommen wir gleich zum nächsten Schritt, Action. Albert Einstein hat schon gesagt, nothing happens until something moves. Wenn du in diesem Prozess des Bewusstmachens und Akzeptierens entscheidest, dass du etwas ganz anderes tun möchtest, als du es normalerweise tun würdest, durchbrichst du das System. Stell dir jetzt mal vor, in dir kocht die Wut, weil deine Freundin dir sagt, dass sie keine Zeit hat. Nein, ich erzähle jetzt nicht, dass du dich auf deine Atmung konzentrieren sollst und einfach bis 10 zählst, damit alles wieder gut ist. Auch wenn es am Anfang nicht leicht ist, versuche das, was du in diesem Moment normalerweise tust, zu ändern. Das kann zum Beispiel so aussehen. Okay, ich hätte jetzt keine Zeit, aber vielleicht haben meine Kumpels Bock, was zu machen oder du gehst eine Runde ins Gym. Tu was für dich. Der 4. und letzte Schritt ist Authenticity. Kurz gesagt, wenn du nicht gerne ins Gym gehst, dann würde dir das zu diesem Zeitpunkt rein gar nichts bringen. Dann mach was anderes bei diesem Action-Schritt. Bleib dir selbst treu und verstecke dich und deine Gefühle nicht. Ich fasse dir die 4 Schritte nochmal für dich zusammen. Mach dir am besten einen Screenshot davon, damit du sie nicht vergisst. Awareness. Werde dir bewusst, was gerade wirklich passiert. Acceptance. Akzeptiere dich so, wie du bist und die Gefühle, die du gerade hast. Action. Mach einmal etwas ganz bewusst anders, als du es sonst machst. Authenticity. Bleib dir selbst treu, du bist einzigartig, niemand ist so wie du. Du hast jetzt die Möglichkeit, diese Schritte zu gehen und wenn du dich das nächste Mal getriggert fühlst, dann frag dich, ob dein inneres Kind dahinter steckt.
Das braucht ein bisschen Übung, aber der Erfolg spricht für sich. Diese vier Schritte können dir dabei helfen, eine Verhaltensweise, die dich limitiert, zu akzeptieren und dann loszulassen. Dadurch bekommst du zum ersten Mal die Chance, auf deine persönlichen Triggerpunkte ganz anders zu reagieren, als du es normalerweise machen würdest. Du wirst jetzt erkennen, dass deine Gefühle nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben, sondern vielleicht mit einer Kindheitswunde, die du überwinden darfst. Wenn du weitere wertvolle Tools und funktionierende Strategien zum Lösen von Blockaden erlernen möchtest, dann check mal den Link in der Beschreibung zu meinem 7-tägigen Videokurs für dich. Du lernst in 7 Tagen, wie du zielstrebiger und disziplinierter wirst und wie du dein Leben in den nächsten Gang schaltest. Das war's von mir, deinem Dennis, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.